Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie siehst du denn überhaupt aus? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es was bringt, genau in diese Punkte rein zu jeden. Der ist auf jeden Fall wesentlich größer als sein Vorgänger. Bereit. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Okay, du lässt Steine aus dem Boden schießen. Aua. Was, ja, alles kaputt. Du schießt mit richtigen Kristallen um dich. Das hat sich gerade irgendwie sehr, sehr komisch aufgebaut. Schnell mal gucken. Wind und Holz. Hätte ich mir auch denken können, das waren so ungefähr die Schwächen auch von dem Vorigen. Und die Dinger retten mich gerade. Er schießt die Dinger auch bei jeder Bewegung. Das wird dir nicht gefallen. Das war sehr effektiv. Fertig. Arme! Au! Ich glaube, bei dir wäre die Bombe ganz gut. Statt dem Ball. Bei Tsukumo ist ein Fehler aufgetreten. Wie oft ich das schon gelesen habe. Hey, du bist auch so einer, der einfach unter mir die Dinger spawnt. Warum gehe ich da hin? Wenn er die um sich herum macht, dann wird er immer hochspringen. Das habe ich mir jetzt schon gemerkt. Ich musste das einfach nutzen, während ich das drauf habe. Fertig. Hammer! Das wird dir nicht gefallen. Aber irgendwie ist nichts kaputt gegangen. Fertig. Der Hammer ist bei dem einfach kaum effektiv. Ich glaube, hier wäre es echt gut, die Fackeln dabei zu haben. Statt dem Sprungbojen-Ding. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Oh.
Frag mich, ob ich das mit dem Ball abwehren kann. Wenn er sich einmal aus dem Bereich verzieht, dann wechsle ich von dem Sprungbojen-Ding. Ja, er macht es schon. Auf die Fackeln. Weil ich glaube, die könnte ich hier echt gut gebrauchen. Ach nee, ich glaube, für die Bombe brauchte ich auch die Sprungfeder. Okay, die Leiste habe ich mal übelst schnell gewastet. Ja, komm, komm. Geh nach links. Ja, komm. Fein. Nimm das. Aua. Das nervt, dass sie die Teile unter mir spawnen können. Er ist ja jetzt nicht der Erste. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Oh Gott, es werden jetzt mit der Akku. Um Gottes Willen sieht er jetzt heftig aus. Scheiße, mir fehlt genau ein Faden. Ich hasse das, wenn mir genau einer fehlt, ne? Ihr habt noch keine Feen. Zum Glück sind hier an der Stelle echt haufenweise. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Es kann losgehen. Immer so hinstellen, dass sie nicht mit im Beschuss stehen. Ich wollte ausweichen, es war zu spät. Ich habe bisher auch keine Stelle freigekommen, dass ich den Jagdammer nutzen könnte. Jetzt habe ich eine. Okay, wenn du da hinrennst, wo ich denke, dass du hinrennst, wechsle ich jetzt eben kurz wieder zum Stampfer. Sprungfeder kann ich wesentlich nicht mehr gebrauchen. Da seht ihr, wie lang das gedauert hat. Ich habe einen 3-Stunden-Stream. Ich glaube, am Anfang ungefähr war ich wieder bei den 20, bei den 0 Herzsteinen. Ich bin jetzt bei 21. Es kann losgehen. Nimm das.
Jetzt unterstreicht das ja wirklich halt nochmal. Dass man so ätzend lange braucht, um diese scheiß Erze zu sammeln. Nimm das. Fertig. Aua, hat mich das weggenietet. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Aua. Jedes Mal, ne? Jedes Mal, wenn ich auf ihn zustimmen will, dann macht er die Rückwärtsrolle. So, der hatte den Tsukumo gerade im Visier. Deswegen habe ich keine Steine unter mir gesehen. Zumindest wenn er wütend ist, kann ich den Ball nutzen. Okay, er hat mich im Fokus. Das wird dir nicht gefallen. Au! Jetzt habt ihr nicht mehr anpasst. Kann ich das abblocken? Ah, oh, mehr oder weniger. Aua. Ich wollte es noch nutzen. Ich weiß lieber einmal Schaden, als das ungenutzt zu lassen. Mann, jetzt bleib doch mal hier. Du hast da so eine wunderschöne blaue Stelle. Da würde ich gerne einmal reingreifen. Nimm das. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Es kann losgehen. Bitte einen Schritt weiter näher kommen. Danke. Schnell weg. Die hat so eine unglaublich große Reichweite. Ja. So, schaffst du jetzt wieder auf? Wie gesagt, ich teile lieber Schaden aus, als hier den Angriff auszuweichen, wenn ich das aktiv habe. Das wäre sonst so eine Verschwendung. Es kann losgehen. Das wird dir nicht. Ich glaube, der humpelt so langsam. Ja, der ist fast tot. Das ist aber auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass ich auf jeden Fall wieder grinden muss. Weil ich brauche so ätzend lang, um den down zu kriegen. Für den Gleiter gerade eben habe ich gerade auch eine halbe Stunde für gebraucht.
fertig. Das wird dir nicht gefallen. Ihr schießt, ich geh sammeln. Vielleicht kriegen die ja noch mal was ab. Es kann losgehen. Schnell genug gemerkt. Fertig. Nimm das. Es ist tot. Da war aber auch wieder der Beweis, ne? Die können noch ein bisschen was wegschießen. Verzeih. Also für den habe ich jetzt auch locker eine halbe Stunde gebraucht, Leute. Bart der Jagdrakui erweckt. Stimmt, dafür sollte ich ja irgendein spezielles Vieh töten. Habe ich damit dann wohl erledigt. So, wir machen Rückkehr nach Minato. Das kann ich noch absammeln. Ich habe nicht mal gemerkt, dass sie den Stachel abgeschossen haben, aber gut, dass ich noch gesehen habe. Nicht hier noch was anderes? Nee. Gucke ich, dass ich schnell noch das da vorne eingesammelt kriege. So, einige Arbeiten zum Wiederaufbau sind fertig. Jetzt gucke ich mir an mit dem Onyx-Stachel. Gut, dass ich den noch gemacht habe. Der gehört nämlich hier dazu. Stimmung? Ja, toll. Weil jetzt kann ich Oskin sagen, ja komm, ich mache jetzt den ganzen Stamm hier, dann bin ich hier bei 426 und 336 Elementarschaden, dasselbe hier, 420, also hier muss noch irgendein Vieh, aber da kann ich ja trotzdem zumindest bis zu dem Punkt hier machen. Hier würde ich einfach zu dem hier machen und sobald das hier freigeschaltet ist, würde ich von hier einmal hier rüber wechseln und dann hier rüber. Das hier sind ja jetzt nicht so die wertvollen Materialien. Und die mächtigeren Versionen sind ja jetzt auch keine neuen Gegner, so gesehen. Also wäre jetzt nur mächtiger Glutlava-Rücken, mächtiger Frostgrim, Eisgrunzer. Halt alles Viecher, die man jetzt so im Normalen schon kennt. Den Amaterasu müsste ich dann nochmal. Also, ja. Ich will jetzt noch die Onyx-Stachelrüstung sehen und die von dem... Ah, die teilen sich eine Rüstung. Geteiltes Los. Ja, toll. Bringt mir sehr viel. Ich spiele Solo. Die Rüstung sieht sehr, sehr feminin aus. Also nicht an Geschlecht angepasst, so gesehen. Okay, ich mache jetzt Speichern. Und sag hier jetzt, ist für heute Schluss. Ich werde offscreen nochmal richtig hardcore farmen müssen. Also für Twitch wird es wahrscheinlich mindestens einen Monat wieder sein. Vielleicht sogar zwei. Weil ich erstmal diese Waffen erfahren muss. Und vor allen Dingen die Herzsteine und Erze dafür. Die das wesentlich größere Problem sind. Wenn ich einmal die richtigen Waffen benutze, dann sind die Viecher recht schnell down. Ich muss mir da einfach nur eine Reihenfolge irgendwie setzen. Auf jeden Fall. An der Stelle, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Die Aufträge kann ich offenbar alle abgeben, die ich von der Fischerszunft habe. Auf Twitch ein Follow da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.